Hallo zu den Allgäu-TV-Nachrichten. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben, liebe Zuschauer. Die Themen der heutigen Sendung: Feiern und Netzwerken in Fischen. CSU-Neujahrsempfang mit Markus Söder. Selbstbestimmt wohnen in Kempten. Wie Studenten das Leben im Alter revolutionieren wollen. Und Träume wahr werden lassen in Marktoberdorf. Fotoausstellung mit psychisch erkrankten Menschen. Politik und gemütliches Beisammensein. Das ist nicht immer ein Widerspruch. Gestern war es zumindest keiner beim Neujahrsempfang der Oberallgäuer CSU in Fischen. Das lag zum einen am Buffet, zum anderen aber wohl auch am Gastredner des Abends, Markus Söder. Der designierte Ministerpräsident ging in seiner Rede vor allem auf Themen ein, die er angehen möchte, wenn er dann Ministerpräsident ist. Wann das sein wird, haben ihn Julia Becker und Anja Neuhauser gefragt. Das Kurhaus Fiskina platzte aus allen Nähten. Viele sind gekommen zum Neujahrsempfang der Oberallgäuer CSU in Fischen. Die Stimmung ist ausgelassen und gleichzeitig auch gespannt, denn alle warten auf einen: Dr. Markus Söder. Selbstverständlich habe ich mich gefreut, ich habe ihn ja auch eingeladen. Also wenn ich ihn nicht als Gast haben wollte, hätte ich ihn nicht eingeladen. Aber er war ja schon mal vor 2 Jahren bei uns da, wo er von meiner Seite ein klares Bekenntnis zu ihm bekommen hat auch. Und da freut es mich natürlich umso mehr, dass wir jetzt diesen gemeinsamen Kampf geschafft haben und er doch in naher Zukunft, so hoffen wir, Ministerpräsident wird. Ja, die Sache mit dem Ministerpräsidentenamt. Wann ist es denn nun soweit? Das ist eine gute Frage. Wir haben immer gesagt, Horst Seehofer gesagt, Ende des ersten Quartals. Das heißt, wir sind jetzt sozusagen ein Drittel des ersten Quartals. Aber ich habe mir bereits schon meine grundlegenden Gedanken gemacht. Die Zeit dazwischen habe ich jetzt genutzt, um mal so ein Programm zu entwerfen, das die wesentlichen Schwerpunkte meiner Arbeit sein soll. Und bereite mich intensiv vor, die Aufgabe dann zu übernehmen. Und die andere spannende Frage ist, wird die CSU ab Herbst alleine regieren oder muss sie sich einen Koalitionspartner suchen? Ich finde es unangemessen, zu Beginn eines Jahres über Ergebnisse Ende des Jahres zu reden. Dazwischen liegt ein intensiver Dialog mit den Bürgern über die Zukunft des Landes. Schauen Sie, eines ist doch klar, wir müssen wieder allen bürgerlichen Wählern eine Heimat geben. Diese Zersplitterung in verschiedene Parteien des bürgerlichen Lagers, die macht ein Land instabil. Und für mich ist klar, wir wollen so stark wie möglich werden, um dieses Land weiter stark zu führen. Denn Berliner Verhältnisse wünscht sich keiner in Bayern. Der Neujahrsempfang stand ganz im Zeichen der Freiwilligenarbeit. Viele Vertreter von Feuerwehr und Polizei waren gekommen und natürlich auch regionale Politiker wie Kemptens Bürgermeister Thomas Kichle. In Markus Söders Rede ging es dann noch um die Themen, die ihn dann vor allem als Ministerpräsident beschäftigen werden. Unter anderem das Thema Pflege. Vor allem sollen die Menschen unterstützt werden, die ein Familienmitglied zu Hause pflegen. Ich glaube, diese politische Rede von ihm, die wird man noch manches Mal noch mal aufzeigen können auch. Aber das gemütliche Beisammensein ist genauso wichtig, wie ich schon gesagt habe. Das Oberallgäu lebt von den Menschen im Oberallgäu. Und deshalb ist so ein tolles Beisammensein auch ganz wichtig, wo man Kontakte knüpft, netzwerken kann im positiven Sinn und sich einfach unterhält und einen gemütlichen Abend hat. Und so gemütliche Abende oder auch Tage hatte Markus Söder schon einige in letzter Zeit bei uns im Allgäu. Ja, das Allgäu ist, sagen wir mal, eine der schönsten Regionen der Welt. Es hat eine wundervolle Natur mit den schönsten und kräftigsten Wiesen, die ich je irgendwo gesehen habe. Es hat aber nicht nur Natur, sondern es hat auch Potenzial. Das heißt, nicht nur im Tourismus, sondern viele mittelständische Firmen, Technologiefirmen, auch Hochschulen, die sie entwickelt haben, bringen dieses Allgäu in die Zukunft. Das ist so das Allgäu Valley, kann man sagen, mit modernster Technologie. Und so stelle ich mir eigentlich Bayern vor. Früher hat man da Laptop und Lederhose gesagt, aber das vereinigt sich hier im Allgäu sehr schön. Und eine ganz wichtige Frage steht natürlich noch aus, denn bald ist ja auch wieder Fasching. Aber als was verkleidet sich Markus Söder dieses Jahr? Ich habe eine Ahnung, was ich mache in Pfalz-Hirchheim. Also ich habe mich entschieden, dass ich ein Kostüm trage. Das ist meine Abschiedsvorstellung sozusagen in Pfalz-Hirchheim mit der Kostümierung, weil Ministerpräsidentenkostüm gibt es ja, Smoking und Fliege. Das werde ich dann ab nächsten Jahr, sollte die Menschen es in Bayern weiter so wollen, machen. Also werde ich was machen. Da schwanke ich noch zwischen 2 Möglichkeiten. Ich gebe aber zu, es wird nichts Schrilles werden. Also es wird kein besonderer Farbtopf werden, sondern es wird etwas sein, was eine gewisse sensible und zurückhaltende Hinentwicklung auf die Aufgabe ist.
Gut, so ein wirklicher Hinweis ist das jetzt nicht, aber wäre ja auch langweilig, wenn er das jetzt schon verraten würde. Aber zurück zum Neujahrsempfang. Eins darf da nicht fehlen, die Vorsätze der CSU Oberallgäu. Zunächst einmal, ich habe Landtagswahlkampf dieses Jahr. Mein Kreisverband ist da natürlich mehrfach eingebunden. Wir haben zwei Landtagsdirektkandidaten, Thomas Kreuzer und mich. Wir haben zwei Listenkandidaten, wir haben die Bezirksdirekt- und Listenkandidaten. Wir haben zu kämpfen und wir werden kämpfen. Also der Vorsatz ist, wie der Markus Söder gesagt hat, wir sagen keine Prozentzahl, aber wir bringen 100% Einsatz. Und der Wahlkampf wird wieder Wahlkampf sein und nicht Wahlschlaf. Den Rest des Abends wurde dann gemütlich gegessen und getrunken und sich ausgetauscht. Also, wie Erik Beiswenger sagte, genetworked. Von Politik zu Polizei. Die sucht nämlich Zeugen zu einem Raubüberfall gestern Nacht in Kempten. Ein 21-jähriger Mann verließ eine Bar in der Grabengasse. Der bislang unbekannte Täter begleitete ihn und ging mit ihm zusammen durch die Innenstadt. Plötzlich schlug der Unbekannte den jungen Mann und raubte ihm sein Handy und sein Bargeld. Der 21-Jährige erlitt bei dem Überfall leichte Verletzungen. Durch seine Hilfeschreie wurden Passanten auf den Überfall aufmerksam. Der Unbekannte schaffte es aber trotzdem zu flüchten. Die Polizei Kempten hat die Ermittlungen übernommen. Was sonst noch los war im Allgäu? Mehr Kurznachrichten und natürlich das Wetter haben wir gleich für Sie in Allgäu TV Kompakt. Allgäu ist für mich Natur pur, super nette Leute, tolles Essen und vor allem landschaftlich völlig toll, dass du eben von dem Flachen schnell in die Berge kommst, zum Skifahren, auf die Almen und vor allem leckeres Essen. Und es ist der sonnigste Platz Deutschlands. Allgäu TV. Wir sind das Allgäu. Frau Holle meint's gut mit uns, es gibt Neuschnee zum Wochenende. Und dazu ab Samstag noch mehr Skispaß mit den länger geöffneten Liften und Bahnen. VDK-Aktion zur Bundestagswahl. Soziale Spaltung stoppen. Deutschland ist eines der reichsten Länder der Welt. Die Unternehmen erzielen Rekordgewinne. Alles gut also? Nein, die soziale Kluft wächst. Immer mehr Menschen sind von Armut betroffen. Ungerecht findet der Sozialverband VDK und fordert, soziale Spaltung stoppen. Unterstützen Sie uns. Werden Sie Mitglied im Sozialverband VDK. VDK. Unabhängig, solidarisch, stark. Also die Gelenke, die taten mir wirklich weh. Ich war eigentlich immer ein sehr aktiver Mensch. Und dann ging das auf einmal alles nicht mehr. Prof Schmerzcreme wirkt schmerzlindernd und entzündungshemmend bei Muskel- und Gelenkschmerzen. Ich habe Prof benutzt und es war gleich viel besser. Ich kann nur jedem raten, bei Schmerzen nicht lange zögern, Prof kaufen. Die gelbe Schmerzcreme aus der Apotheke. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Der Geheimtipp im Tannheimer Tal. Die Achter Skirunde. Zöblin-Schattwald. Mehr unter tannheimer-bergbahnen.at. Die Kurznachrichten vom 1. Februar beginnen mit einem Ermittlungserfolg der Kriminalpolizei Neu-Ulm. Die hat bei einem Memminger 117 Kilogramm Cannabis sichergestellt. Begonnen hatten die Ermittlungen bereits im April 2017. Dort wurden bei Hausdurchsuchungen bei mehreren Personen Drogen sichergestellt. Auf der Suche nach der Herkunft der Drogen wurden die Ermittler dann auf den 31-Jährigen aus Memmingen aufmerksam. Bei der Durchsuchung seines Autos und seiner Wohnung fanden die Beamten die über 100 Kilo Haschisch und Marihuana. Der 31-Jährige sitzt jetzt in einer JVA. Verdacht auf Rinder-TBC. Im südlichen Ostallgäu ist bei einer Kuh Rindertuberkulose festgestellt worden. Der betroffene Hof, auf dem 40 Rinder leben, wurde bereits vom Kreisveterinäramt gesperrt.
24 Tiere wurden auf dem Hof als positiv oder fraglich positiv auf Erreger getestet. Die Rinder werden getötet. Die Ursache für das erneute Auftreten der Infektion wird aktuell untersucht. Gestern hat ein Patient des Bezirkskrankenhauses in Kaufbeuren auf einer Station randaliert. Er versprühte dabei Pfefferspray, wodurch einige Pflegekräfte der Einrichtung verletzt wurden und zum Teil vom Rettungsdienst versorgt werden mussten. Erst Beamte der hinzugezogenen Polizei konnten den Mann überwältigen. Weder sie noch der Patient wurden dabei verletzt. Die Polizei hat jetzt Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den Mann aufgenommen. Landkreis beteiligt sich an Hospiz. Der Landkreis Oberallgäu wird sich an den Baukosten der Erweiterung des Allgäu-Hospizes in Kempten mit 450.000 Euro beteiligen. Der Zuschuss zu dem 6,9 Millionen Euro teuren Erweiterungsbau wurde vom Oberallgäuer Kreisausschuss jetzt bewilligt. Von den Gesamtkosten hat der Hospizverein 3,6 Millionen Euro über Spenden finanziert. Eine weitere Million kommt vom Bezirk Schwaben und verschiedenen Stiftungen. Obstbauern fürchten erneute Missernte. Das relativ milde Wetter der letzten Tage weckt bei den Obstbauern am Bodensee Ängste vor einer erneuten Missernte. Schon jetzt tragen Apfelbäume vereinzelt größere Knospen als jahreszeitlich üblich. Im vergangenen Jahr machte eine Frostperiode nach einem milden Winter und einem frühen Frühling die bereits erblühten Knospen kaputt. Die Obstbauern hoffen auf die vorausgesagten tieferen Temperaturen, um die Bäume wieder in die Winterruhe zu versetzen. Die Lindauer Feuerwehr hatte gestern Abend gleich drei Einsätze gleichzeitig. Zuerst rückte die Feuerwehr zu einem Kellerbrand in einem Hotel aus. Nur ein paar Minuten später brauchte der Rettungsdienst des Roten Kreuzes die Hilfe der Lindauer Wehr, um per Drehleiter einen Patienten aus einem oberen Stockwerk zu bergen. Fast gleichzeitig schlug der Brandmelder in einer Jugendherberge Alarm. Dort stellte sich schnell heraus, dass es nur angebrannte Speisen waren, die den Brandmelder aktiviert hatten. Bundeswehr soll bleiben. Das Engagement der Bundeswehr in Kaufbeuren zu halten, ist das Ziel der heimischen Politik. Das ist das Ergebnis eines Treffens von Politikern aus Stadt, Landtag und Staatskanzlei. In den vergangenen Jahren habe sich gezeigt, dass auf die Technische Schule der Bundeswehr in Kaufbeuren nicht verzichtet werden könne, hieß es. Aus der Bayerischen Staatskanzlei wurde versichert, für den Erhalt der Bundeswehr mit Flugsicherungs- und Technikerausbildung auch auf Bundesebene zu werben. Ursprünglich war ein kompletter Abzug der Bundeswehr aus Kaufbeuren bis 2022 geplant. Im Haushalt der Stadt Marktoberdorf klafft, laut übereinstimmenden Medienberichten, in diesem Jahr eine Lücke von 1 Million Euro. Das fehlende Geld ist das, was Grundstückbesitzer an Straßenausbaubeiträgen hätten zahlen müssen. Der Bayerische Landtag hat beschlossen, dass Städte und Gemeinden bis zum Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens keine Bescheide mehr verschicken sollen. Die Beiträge, mit denen Grundstücksbesitzer Straßensanierungen mitfinanzieren, sollen eventuell wegfallen. Lkw kommt von Fahrbahn ab. Heute Morgen gegen 5.30 Uhr ist eine 58-jährige Lkw-Fahrerin zwischen den Anschlussstellen Mindelheim und Bad Wirrishofen mit ihrem Lastwagen von der Fahrbahn der A96 abgekommen. Beschädigt wurde neben dem Lkw die Leitplanke und ca. 100 Meter Wildschutzzaun. Verletzt wurde niemand. Wegen der Bergungsarbeiten war die A96 in Richtung München bis nachmittags nur einspurig befahrbar. Ja, Sie haben es eben gesehen, das Wetter tendiert wieder Richtung Winter. Passen Sie also auf den Straßen und fahren Sie vorsichtig. Wie es morgen wird, schauen wir uns jetzt mal an. In der kommenden Nacht bleibt es weitgehend trocken und klar. Allerdings fallen die Temperaturen wieder deutlich unter den Gefrierpunkt, sodass insbesondere im Süden der Region mit Glätte bei Temperaturen um minus 5 Grad zu rechnen ist. In den morgigen Freitag starten wir mit einem freundlichen Mix aus Sonne und Wolken bei weiterhin frostigen Temperaturen zwischen minus 2 und 1 Grad. Am Nachmittag scheint es die Sonne dann zumindest im Oberallgäu und im Ostallgäu geschafft zu haben. Im Landkreis Lindau ist jedoch weiterhin mit leichtem Schneefall und Glätte zu rechnen.
Wer Freitag vorhat, auf Skiern ins Wochenende zu starten, kann sich über einen perfekten Mix aus Kälte und Sonne in den Wintersportgebieten freuen, wie zum Beispiel in Jungholz, wo mit 40 cm Neuschnee zu rechnen ist. Samstag und Sonntag bleibt es mit minus 6 Grad weiterhin kalt und auch der Schnee bleibt nicht aus. Vereinzelt scheint auch die Sonne durch die Wolkendecke. Am Montag wird es etwas freundlicher und es bleibt trocken. Schon oft haben wir in unseren Nachrichten oder unseren Magazinen über das Leben im Alter berichtet. Meistens ging es da um den Fachkräftemangel oder darum, dass die Plätze in Alters- und Pflegeheimen oft rar und/oder teuer sind. Heute soll es aber um etwas ganz anderes gehen, und zwar darum, wie sich das Leben von hilfs- oder pflegebedürftigen Menschen in der Zukunft gestalten könnte. Auch in dieser Hinsicht schläft die Technik nicht. Ganz im Gegenteil. Schauen Sie mal, was sich Studenten der Hochschule Kempten haben einfallen lassen. Nein, das hier ist keine Küchenparty, auch wenn das hier Studierende sind. Sie lernen hier gerade, gemeinsam mit ihrer Professorin Petra Friedrich. Sie hat dieses Living Lab, zu Deutsch lebendiges Labor, ins Leben gerufen. Es ist eine Art Seniorenwohnung der Zukunft, in der Hilfstechniken erprobt werden, die älteren oder hilfsbedürftigen Menschen möglichst lange ein selbstständiges Leben im eigenen Zuhause ermöglichen sollen. Ja, das begann zu der Zeit, als ich hier an die Hochschule Kempten berufen wurde. Das war zum Wintersemester 2011. Da bin ich ja für das Fachgebiet Ambient Assisted Living berufen worden. Und da war eigentlich von Anfang an dann auch mein Wunsch oder meine Vision, wir brauchen ein Showroom. Also ein Raum, zumindest ein Raum, wo wir als ein Zimmer einrichten können und eine Wohnung nachstellen können. Also das war so meine Minimalwunsch oder Forderung. Und daraus hat sich dann glücklicherweise nach ein paar Jahren die Möglichkeit gegeben, hier in der Wohnanlage der BSG Allgäu, diese Wohnung anzumieten. Und dann natürlich umso lieber eine Zwei-Zimmer-Wohnung, die wir jetzt ganz realistisch einrichten konnten. Inmitten einer echten Seniorenwohnanlage wird hier gelernt und gelehrt. Mit den Probanden, also Senioren, direkt nebenan. So. Sind das jetzt normal die alten Wohnungen, die hier drin sind? In diesem Haus? Wir haben die Wohnung angemietet hier und das ist jetzt eine ganz normale Wohnung und wir haben die umgebaut. Aha, Sie haben die umgebaut. Genau. Also wir forschen mit den verschiedenen Fakultäten SG und Elektrotechnik, forschen wir eben, dass wir Assistenzmöglichkeiten austesten, auf ihre Machbarkeit prüfen, ob es auch so verkaufbar ist, was manche sich vorstellen oder eben ob technische Möglichkeiten auch so wirklich funktionieren. In diesen Zeiten eine wertvolle Arbeit, findet auch Birgit Prestel, Pflegedienstleiterin der Tagespflege St. Mang. Schließlich werden wir immer älter. Männer werden im Schnitt 78 Jahre, Frauen sogar 83. Ja, das ist für uns interessant zu sehen, was da oben passiert, wie junge Leute sich tatsächlich auch damit beschäftigen aus den verschiedenen Fakultäten, aus Elektrotechnik, Maschinenbau, aus der Sozialwirtschaft, die sich Gedanken machen. Und das ist für uns natürlich schon auch, ich würde mal sagen, für uns als Diakonie schon auch eine Hoffnung, dass es junge Leute gibt, die sagen, Mensch, ich möchte mich da engagieren in dem Bereich, auch außerhalb der Pflege. Es ist uns wichtig, was zu entwickeln, dass ältere Menschen in unserer Gesellschaft Platz haben und auch zu Hause bleiben können und wir möchten damit arbeiten. So ist das Hochschulprojekt zu einer Gemeinschaftsarbeit der Bau- und Siedlungsgenossenschaft Kempten-St. Mang, der Diakonie St. Mang und eben der Hochschule Kempten geworden. Da muss man dann irgendwas integrieren. Die Studierenden werden voll integriert, weil das ist Bestandteil der Lehre, diese Wohnung. Deswegen heißt sie auch Lehr- und Forschungswohnung. Und das gleich in zwei Fakultäten, weil das ist ein Gemeinschaftsprojekt von der Elektrotechnikfakultät und Soziales und Gesundheit. Und in beiden Fakultäten und verschiedenen Studiengängen laufen Lehrveranstaltungen zu dem Thema Ambient Assisted Living oder Wohnen und technische Unterstützungssysteme. Und da haben wir das Glück, auch mit dem Kollegen aus Soziales zusammen lehren zu dürfen. Und die müssen sogar hier rein. Also ich habe heute schon ein paar Studierende dabei aus dem Fach Gesund durch Elektronik.
Und da sind Mechatroniker angehende und auch Wirtschaftsingenieure dabei. Und die können sich das jetzt erstmal anschauen. Und der nächste Schritt ist dann halt gemeinsam Projektarbeiten zu entwickeln, dass die kleinere Forschungsfragen bekommen, die sie dann entsprechend hier erproben können. Für Alexander Sommer und seine Kommilitonen ist dies heute der erste Tag in der Forschungswohnung. Ja, da sehe ich schon viele gute Möglichkeiten und gute Ansätze hier auch in der Wohnung. Zum Beispiel durch den Sturzsensor, dass präventiv ein Notruf geschalten werden kann oder ähnliches. Markus Krömer hingegen ist fast seit der ersten Stunde der Wohnung dabei. Er weiß, wie man aus einer Idee ein funktionierendes System schafft. Man fängt bei einem groben Plan an, schaut, was man eigentlich machen will und dann steckt man sich so einzelne Ziele ab. Man will jetzt das nächste Gerät haben, man will eine neue Steuerung dafür haben, man will weiter größer aufbauen und eigentlich immer mehr haben. So ist eigentlich die Sache. Und wir wollen so ein bisschen mit der Automatisierung eben anfangen und dann wirklich auch das Richtige testen. Automatisiert ist hier so gut wie alles. Küchenschränke, Kleiderschränke, das Bett, selbst die Gardinen und die Toilette. Die Forschungswohnung im Detail, die sehen Sie in der aktuellen Ausgabe des Landkreismagazines aus dem Oberallgäu und Kempten. Ein Erdbeben in unserer Gegend klingt erst einmal sehr ungewöhnlich. In Vorarlberg hat aber gestern die Erde gebebt und das schon zum zweiten Mal in knapp 2 Wochen. Diesmal hatte das Beben eine Stärke von 4,0. Das Zentrum lag in Vorarlberg nahe Bregenz. Die Erschütterungen wurden nachts gegen 2.47 Uhr gemessen. Es dürften also nicht ganz so viele Menschen mitbekommen haben wie noch vor 2 Wochen. Damals bebte die Erde nämlich gegen 20 Uhr, also zur besten Fernsehzeit. Dementsprechend viele Zeugen meldeten sich, sogar aus Konstanz. Schäden sind bisher keine bekannt und auch bei Beben dieser Stärke laut Expertenmeinung nicht zu erwarten. Ja, kurze Pause, dann geht es hier weiter mit einem wirklich tollen Projekt. Bleiben Sie dran. Am Sonntag, den 19. Februar, senden wir eine einstündige Sondersendung über den diesjährigen Presseball mit Informationen zu den Vorbereitungen, Details zum Programm und interessanten Talks. Außerdem erhalten Sie einen Blick hinter die Kulissen. Breitenbergbahn. Ihr Winterspaß im Hochgebirge. Glücksspirale Sonderauslosung am 3. Februar. 100 mal 10.000 Euro extra. Die längste Naturrodelbahn im Allgäu. Hier am Breitenberg. Das Größte für die Kleinsten gibt's bei der Babywelt in Gersthofen. Europas größtem Fedes Babyfachmarkt. Mit Baby- und Kinderzimmern, den besten Autokindersitzen, Kinderwagen, Buggies und vielem mehr. Die ganze Welt der Babys auf über 5000 Quadratmetern. Einfach riesig und einfach zu finden im Heidepark Gersthofen. Direkt an der A8 und der B2. Mit riesigem kostenlosen Parkplatz. Implaneo Dental Klinik. Ihre festen, schönen Zähne an nur einem Tag. Es war stressfrei, ein sehr nettes Team, einschließlich der OP, alles gut gelungen. Seitdem habe ich eine ganz neue Lebensqualität, ganz anders als vorher. Glücklich mit den neuen dritten Zähnen an nur einem Tag. Informieren Sie sich einfach selbst, am besten an unserem monatlichen Tag des Zahnimplantats. MyClickCard, die exklusive Kundenkarte für das Allgäu und die Bodenseeregion. Viele Vorteile und Sofortrabatte. Hier kaufen, hier sparen. Bei unseren Vorteilspartnern erhalten Sie alle Angebote ein ganzes Jahr lang. Mehr Infos unter www.myclickcard.de. Die Winterfestbetreiber und das Allgäuer Brauhaus sowie die Bergbahnen Kleinwalsertal-Oberstdorf präsentieren das Winterfest Oberstdorf. Livebands sorgen für beste Unterhaltung und unvergessliche Stunden. Jeden Samstag Ballonglühen. Feiern Sie mit uns. Die längste Bar der Alpen öffnet ab 21 Uhr für Sie. Was wünscht man sich eigentlich im Leben? Eine Frage, die erst einmal gar nicht so einfach zu beantworten ist.
Noch schwieriger wird das Ganze, wenn durch eine Behinderung oder Erkrankung selbstbestimmtes Leben nicht mehr so einfach möglich ist. Das Projekt Lebenstraum versucht deshalb, psychisch erkrankte Menschen ihre Träume, zumindest auf einem Foto, einmal zu erfüllen. Die dabei entstandenen Bilder sind nun in einer Ausstellung in Marktoberdorf zu sehen. Einmal umwerfend schön sein, viel Geld haben oder berühmt sein. Träume, wie sie wohl jeder kennt. Aber besonders für psychisch erkrankte Menschen ist es oft sehr schwer, selbst kleine Wünsche zu verwirklichen. Als Teil des Projekts Lebenstraum werden die Bewohner des St. Georgshof von einem Fotografen professionell in Szene gesetzt und durften so der Erfüllung ihrer Träume einmal ganz nahe kommen. Die Idee kam von einer Kollegin, von der Franziska Stoll. Die hatte die Idee, dass man die Lebensträume von den Bewohnern einfach mal festhält. Einfach für die Bewohner, weil viele Lebensträume sehr schwer zu erreichen sind. Gerade unsere Bewohner mit den psychischen Erkrankungen haben einfach da ein Handicap. Und es sind ja auch viele Lebensträume im Berufsalltag, die dann eher weniger zu verwirklichen sind. Die dabei entstandenen Fotos sind nun im Haus der Begegnungen in Marktoberdorf zu sehen, zusammen mit den Geschichten und Anekdoten, die sich hinter den Fotos verbergen. Ja, das war eben der Günther Siegel von der Spider-Murphy-Gang. Und ich hatte das Glück, dass ich ihn kennengelernt habe, eben durch die Frank Au. Und da war eben ein Konzert dann in Stötten und da haben wir die eben auch live gesehen. Und da konnte ich eben das Bild mit ihm machen. Da bin ich auch sehr stolz drauf, muss ich ehrlich sagen. Ja. Weil ich selber Musik mache und auch immer Rockmusiker werden wollte oder Popmusiker. Und das war einfach wichtig für mich. Aber auch abstraktere Träume sind in der Ausstellung zu sehen, wie etwa der von Roland Freudenberg, der unbedingt einmal als Engel Aloysius abgebildet werden wollte. Immer wenn ich das Bild sehe, dann schaue ich auch immer hin. Also, Bild ist für mich wichtig. Wenn ich mal aufgeregt bin, dann nimmt es das wieder zurück. Also, das. Gibt mir dann mehr Freude. Und Freude ist ja wichtig. Die Bilder haben den Bewohnern viel Hoffnung und Antrieb gegeben. Und einige ihrer Träume sind inzwischen sogar schon Wirklichkeit geworden. Mein Lebenstraum ist, dass ich in St. Georgshof meinen Mann kennengelernt habe und dass wir uns verlobt haben und dann geheiratet haben. Ich habe gesagt, mit 50 will ich heiraten. Und dann hat er mir einen Antrag gemacht und dann haben wir das verwirklicht. Noch bis kurz vor Ostern sind die Bilder im Haus der Begegnungen in Marktoberdorf und online zu bestaunen. Die Ausstellung wächst, es kommen immer mehr Fotos dazu. Denn nichts ist schöner, als nicht nur weiter zu träumen, sondern die eigenen Träume auch einmal direkt vor Augen haben zu dürfen. Ja, und das waren sie auch schon wieder, die Allgäu-TV-Nachrichten für heute. Ich hoffe, Sie schalten auch morgen wieder ein. Dann darf ich wieder meine Kollegin Isabel Weidnauer-Nohn hier bei mir im Studio begrüßen mit unserer Rubrik Ihre Woche mit Allgäu-TV. Bis dahin, Ihnen einen schönen Abend. Tschüss und auf Wiedersehen. Herzlich willkommen zu den Allgäu-TV-Nachrichten. So kennen Sie uns und so können Sie uns kennenlernen. Unsere Sendung entsteht in Ihrem Wohnzimmer und Sie werden Teil der Sendung. Zeigen Sie uns Ihr Zuhause, stellen Sie uns Ihr Hobby vor oder erzählen Sie uns Ihre tollsten Erlebnisse. Wir freuen uns auf Ihre Wohnzimmergeschichten.